hab mal gerade gesehen, da sind sie jetzt umgefallen. Okay, kann in einer Gruft anscheinend schon 6 Kreuze aktivieren, oder was? 2 von 6 steht schon da. Aber da steht in each Crypt, das finde ich ein bisschen komisch. Okay, Gold und magische Kristalle und was gibt's da noch? Under the lid of the discover nothing but a handful of yellow bones. Okay, irgendwas Knochen und Schund, also nichts auf jeden Fall gefunden. Okay, da gibt's anscheinend nichts mehr. Wohl, da ist wieder so ein Skelett. Schon wieder was mit den Troops da gestanden. Ich vermute, Skelette würden sich mir anschließen oder so, oder irgendwas, keine Ahnung. Ich müsste mal lesen nächstes Mal. Okay, nur mischt, da ist wieder Sarkophag. Preußenskal hat man da gefunden. Okay, schade, dass ich den gekauft habe. Okay, kriege ich die Erfahrung, wenn ich das Heilige Kreuz da aktiviere und die Gegnertruppen dann sterben? Kriege ich nachher die Erfahrung für den Kampf? Vermutlich einmal nicht. Okay, das dürfte dann wohl wieder der Ausgang sein, oder? Very weak, wo bin ich da jetzt rausgekommen, hä? Ah, bei irgendeinem Gebiet, wo ich glaube ich noch gar nicht war. Probieren wir Vampire besiegen? Ach, wir probieren es. Wir sind größenwahnsinnig, es geht dahin. So, was haben wir denn da? Ancient Vampire, okay. Ich glaube, den kennen wir sogar eh schon. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir den glaube ich eh schon kennen. So, da haben wir mal den oben. Wie schaut's denn aus, der Kampf eigentlich? Soll ich ihn aufnehmen? Ich schau gerade. Wenn da jetzt alle drei sterben in der Runde, nachher glaube ich ja, weil die Zombies da, die werden keine Probleme werden. Okay. Na gut, aber das dauert jetzt nicht mehr lang. Ich lasse es euch oben. Bin ich schon mal. Na, Preußen bringt nichts, gell? Na, Preußen bringt nichts, nö, dann sparen wir uns den Rage Spirit. Holen wir uns aber Rage Points, indem wir einfach die Priests blessen. Dann haben wir 20 Rage Points für den nächsten Kampf. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man dann keinen Bonus hat. Eine Schatztruhe hätte ich vielleicht noch aufheben können, aber da ist meistens immer noch ein bisschen Gold drinnen. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Zumindest momentan scheint es einmal so, denn wir haben relativ viel. So, die brennen die nieder, die hauen die um und die Priester hauen die um. Sehr schön. Moment mal, ich überlege gerade, wenn wir irgendeine Fähigkeit gehabt, die was unsere Erfahrung im Kampf erhöht, oder? Das wäre D gewesen. 100 Erfahrung und davon dann 5% mehr. Das ist 5 Erfahrung immer so mehr ungefähr. Das ist eigentlich wenig, oder? Obwohl, na, 15%, okay. Ja. Ach, ich glaube, es rentiert sich nicht. So. Sparen wir uns lieber die Runen. Wisst ihr, okay, also da war ich dann anscheinend schon einmal. Jetzt die Frage, in welcher. Ah, okay, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, oder? Oder? Ja, sehr gut, wenn ich euch frage, ob ich weiß, wo ich bin. Ja, ich weiß wieder, wo ich bin. Okay, also da haben wir mal zwei Gruften jetzt schon einmal da. Zwei heilige Kreuze in einer Gruft erledigt. Also ist die nächste Gruft die da oben. Und kommen wir da vielleicht vorbei, ohne den sinnlosen Kampf zu machen? Nein, natürlich nicht. Also bis gleich. Megamäßiger Sound, das sind noch Vampires. Ja, ich glaube, der Kampf passt schon. Bis gleich. Und das war's. So, dann jetzt runter in die Gruft. Also ich glaube, es scheint gut zu passen. Unsere Truppen sind, glaube ich, wesentlich, oder wir sind auf jeden Fall wesentlich stärker als zu Beginn, wo wir da in die Sümpfe betreten sind. Denn die Gegner da jetzt momentan, ich glaube, die waren früher vermutlich strong oder very strong oder irgend sowas. Und mittlerweile sind die Pipifax, also ohne dass ich Einheiten verliere, mache ich da jeden Kampf. There's no space in your army for new troops. Ja, eben, ich will ja vielleicht irgendwann einmal eben zur Untotenarmee wechseln. Gibt's da noch was? Na, ich glaube, da haben wir jetzt alles besucht. Ja, das war's. Okay, also 3 heilige Kreuze schon einmal aktiviert. Okay, und dann da unten war, glaube ich, noch irgendwo eine Gruft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder da beim Frieden? Na, okay, da anscheinend nicht. Ah, da oben ist noch eine.
Bei der waren wir noch nicht. Okay, dann reiten wir zu der noch rauf. Mit etwas Glück sind da die letzten verbleibenden drei Kreuze drin und sonst müsste noch irgendwo Gruft sein. Wüsste dann jetzt aber nicht mehr genau, wo die war. Okay. Da hinten wäre schon das Kreuz. Will ich überhaupt kämpfen? Eigentlich mag ich nicht kämpfen. Ich probiere es so zu machen. Und das war's. Okay. Also nicht allzu schwierig eigentlich. Man kann es auch abusen oder halt die Gegner teilweise geschickt umgehen, wenn man so will. Okay. Aber schaut so aus, als wäre das wieder eine kleine Gruft mit einem Kreuz. Also irgendwo. Irgendwo habe ich dann eine übersehen. Okay. Also 4 von. Wo ist es denn? 4 von 6. Okay, sehr schön. Speichern wir mal kurz ab. Und dann suchen wir einfach da unten irgendwo die letzte Gruft, würde ich sagen. Ah, da drüben ist einmal noch eine. Okay. Das war der Spezialzombie da. Habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, was der gesagt hat. Okay, da gibt es 2 Ausgänge. Aha. 800 Gold. Na, mit euch lästigen Geistern mag ich gerade überhaupt nicht kämpfen. Da ein Kreuz. Okay. Gibt es da was? Da drüben gibt es ein Banner mal. Okay, sehr schön. Banner sind immer gut. Je mehr Leadership, desto mehr Truppen. Okay, da ist wieder so eine Urne, 1700 Gold, da wieder irgendwas, ist da was zum Graben, nö. Okay, dann gehen wir ins untere Stockwerk, schauen wir, was da noch ist. So, Runes of Magic wäre mal toll, wenn wir wieder mal ein paar finden würden. Okay, da war nix, nur Spinnweben, Stone Skin haben wir schon, nur eine, okay, eine Magic Rune haben wir wieder mal auf jeden Fall. Brauchen Duma für das 12, also noch 7. Okay. Da einmal magische Kristalle, das hätte ich jetzt fast übersehen. Und die da unten auch nochmal magische Kristalle. Okay, mein Gott. Schon sehr gut versteckt teilweise. Man muss die Kamera immer drehen. Okay, okay, dann gehen wir da raus. Und jetzt fällt glaube ich nochmal ein Kreuz, oder? 5 von 6. Gut. Letzte Gruft dürfte dann da hinten sein. Ich glaube, da war sogar ein Heldenkampf, oder? Haben wir den letztes Mal schon bestritten? Old Crypt. The Crypt is absolutely empty. Genau, das war der Held, der mittlerweile schon als weak eingeschätzt wird. Jetzt schaue ich mal noch kurz da runter bei dem Schloss. Kann ich da Inquisitoren kaufen? Na, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir einfach rüber und machen kurz da den Held da kaputt. Einen Heldenkampf lasse ich oben. Helden kämen mir irgendwas Spezielles. Duke Helm. Okay, also das allererst ein Feuerball. Und irgendwie sind meine Rage Points gesucht. Ich starte jeden Kampf mit gleich 5 Rage Points. Okay, wir vergiften die Archer, würde ich mal sagen. Obwohl, nö. Moment. 16. Ich glaube, ich krieg's zusammen, dass ich den komischen. Den Schiffsansturm wieder machen kann. Fischansturm. So. Okay. Und der macht heiliges Feuer. Okay, das sind alles Bogenschützen. Ich krieg gerade. Das ist ein bisschen gacke. Das ist sogar ein bisschen sehr gacke. Jetzt hoffen wir nur, dass die Fische einiges reißen. Die sollen jetzt bitte einiges umhauen, das wäre ihnen sehr dankbar, denn ich mag eigentlich keine Truppen jetzt da verlieren. Wenn irgendwie möglich. Okay, die hauen da 46 um. Ich glaube, das müsste genügen, dass jetzt nichts stirbt. Verdammter Zauber, 5 Priester gestorben. Kann ich aber eventuell wiederbeleben, hoffentlich. Oh Gott. Inquisitoren. Kritischer Treffer gegen Inquisitoren. Dadurch wird alles sterben, das wollen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir einen Stufe 1 Feuerball.
bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, der könnte theoretisch alles töten. Nein, ist auch zu riskant. Nein, dann nehmen wir einfach Flaming Arrow und zwar Flaming Arrow Level 1. Okay, machen wir so. Dann die hauen die um und die Inquisitoren. Nein, es macht's warten. Es macht's Resurrect und belebt mal bitte alle Priester wieder. Nein! Verfluchtes Gift, jetzt habe ich auch einen Priester, glaube ich, verloren, oder? Zwei. Naja. Könnte schlimmer ausfallen, muss man auch sagen. Es passt also schon. Cloud of Poison inflicts damage to all targets enveloped by the cloud. So, eine Giftwolke können wir machen. Oder die Fische nochmal verbessern. Ich würde sagen, wir lernen mal die Giftwolken schauen, dass sie da nochmal an. Okay, speichern. Was gibt's da? You try to open the door of the crypt, but you find it impossible. It seems that it is the crypt you are looking for. It's amazing that this was decrepit old Chewbacca managed to get here through a cemetery filled with evil spirits. You stand in front of the door and loudly and distinctly pronounce the secret words which the old woman told you. You feel unbelievably silly, but nevertheless the spell works. The protective spell have dispersed, the entrance has opened. Okay, die Gruft ist offen. Ist das jetzt da tödlich? Ist das vielleicht die letzte Gruft? Wir speichern einmal zur Sicherheit ab, nicht dass dazu ein Todesgegner kommt. Okay. Schaut einmal soweit ganz friedlich aus. Da ist Skelett da oben, ja. Okay, der hat nix. Eine Back. Und wieder das coole Symbol, das was wir schon einmal auf der Hauptkarte draußen gesehen haben. Also das komische Sonnensymbol da. Slightly weaker. Und irgendwas anderes. Gibt es da vielleicht irgendein heiliges Kreuz, damit die da alle sterben? Verkackt. Wie fangen wir an? Ich mache mal kurz den Anfang, lasse ihn oben. Und dann schauen wir kurz weiter, ob es eher schon eindeutig ausschaut. Noch kann den Rest natürlich wieder rausschneiden. Okay, jetzt auch Bogenschützen wieder töten, so gut es geht. Okay, der Stack ist schon einmal down. Sehr schön. Dann die Priester. Und da wäre die Cloud of Poison, bringt es gegen Untote nichts. Von daher nehmen wir wieder die Fische her. Und zwar so nehmen wir sie her. Okay, die haben wieder einiges niedergesenzt. Die töten jetzt 56. Das ist, glaube ich, Gacke. Da bleiben es viele übrig. Ich glaube, da werde ich wieder was verlieren. Und zwar einen Priester noch. Okay, den kann ich wiederbeleben. Das passt, glaube ich. Okay, Kampf ist aber, glaube ich, eigentlich wieder so gut wie gewonnen. Zack. Und zack. Und ein brennendes Elixier auf der da. Die Archimisten finde ich so geil. Sind, glaube ich, meine Lieblingseinheiten ab jetzt. So, da wird der Priester einfach wiederbelebt. Der hat dann da 220 um. Und dann darf er wieder mal was töten da. Dieser Rage Spirit, der war schon lange nicht mehr im Einsatz. Und das war's dann. Nächste Runde sind sie down. Und tschüss. Und tschüss, habe ich gesagt. Okay. Wunderbar. Okay, Slightly Weaker. Da waren noch einmal welche mit Slightly Weaker. Jetzt schau ich aber kurz, ob es da vielleicht ein heiliges Kreuz gibt. Aber es schaut einmal nicht so aus. Also von daher nehmen wir jetzt einfach die Back da an uns. Wo Chronicles of the Lost Town drinnen sind, okay. Das ist vermutlich der Gegenstand, den was wir für Chewbacca irgendwie holen hätten müssen. At last, the Chronicles of the Lost Town of the Necromancers are in your hands. Man kriegt irgendwie einen Bug im Spiel jetzt damit. Ich glaube, der Text hätte noch vorm Kampf kommen sollen. Eigentlich wieder genau die gleichen Truppen. Also, bis gleich. Et voilà, da haben wir's. So, gibt's jetzt nur was? Kann ich da das Sonnensymbol irgendwie betätigen? Kann ich da graben nach irgendwas? Nö. Okay, dann schauen wir kurz die Chronicles an. In Use kann ich da machen. Aha.
Deciphered Records are nothing short of Chronicles of the Mythical Lost Town of Necromancers. Okay, so die irgendwie die Chroniken der verlorenen Stadt. Benutzen wir es einmal. You examine the book attentively, also sehr aufmerksam untersuchen wir das Buch. The cipher remains a mystery to you, but you notice the sheet stuck between the pages. It turns out to be a scroll with the spell Necrocall, which someone seems to have been using as a bookmark. Okay, der Zauber Necrocall, was bringt uns das? Probiert den Zauber Necrocall. Na,